Willkommen in diesem Video. Gestern kam ein Artikel in der Verkehrsrundschau raus. Bundesregierung sieht keinen Fahrermangel. Was die Konsequenzen daraus sind für Sie als Spedition oder Logistikunternehmen, besprechen wir in diesem Video. Ich bin Maximilian Nolte, Gründer und Geschäftsführer der Sanul Media GmbH. Wir sind auf die Mobilitätsbranche spezialisiert. Das heißt, wir helfen tagtäglich dabei, Speditionen, Logistikern, Fahrschulen, im Prinzip das ganze Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Bei Fahrschulen sind wir auch noch sehr stark darauf fokussiert, gewisse Klassen und Kursen per Online-Marketing zu bewerben, sodass da einfach die Teilnehmeranzahl steigt oder zum Beispiel eine bestimmte Sparte ausbilden, wie zum Beispiel die Berufskraftfahrersparte, dass die über einen Bildungsgutschein gefördert werden, dass da die Beratung Gespräche erhöht werden. Wie gesagt, es gab den Artikel in der Verkehrsrundschau. Ich möchte da einmal ganz kurz mit Ihnen drauf eingehen. Die Bundesregierung sieht da jetzt erstmal keinen Handlungsbedarf, beziehungsweise sie sagt ganz klar, die Versorgung sei nicht gefährdet. Es ist Sache der Unternehmen, die Ausbildung voranzutreiben, den Fachkräftemangel also in den Griff zu bekommen. Ich sehe das ein Stück weit zwiegespalten und im Prinzip auch erschreckend, wie wir da vorgehen in den nächsten Jahren. Es sollen auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen werden, um das ganze Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, aber eher drumherum. Ich empfehle Ihnen den Artikel auch einmal selbst zu lesen. Wir verlinken ihn unterhalb dieses Videos. Ich werde auch einmal ganz kurz hier was einblenden, wie der Artikel aussieht. Lesen Sie sich einmal in Ruhe durch. Zusammengefasst sagt er eigentlich nichts anderes aus, dass die daran arbeiten, gewisse Reglements zu überarbeiten, damit wir einfach es leichter haben, Personal vielleicht auch aus dem Ausland zu bekommen, dass der Führerschein schneller anerkannt wird, beziehungsweise dass wir da einfach andere Regeln haben. Genauso ist es auch, dass sie ganz klar sagen, dass dieser Fachkräftemangel Themen der Unternehmen ist. Ich sehe das etwas zwiegespalten. Ich stimme da auf jeden Fall auf der einen Seite zu, weil wir dafür verantwortlich sind, das ganze Thema in den Griff zu bekommen. Aber wir sehen auch einfach ganz klar, und das ist die Realität, das Thema, die Fahrer, die werden immer älter, der Altersdurchschnitt steigt immer weiter und es wird immer teurer, einen Führerschein zu bekommen. Wer macht denn heutzutage noch privat einen Lkw-Führerschein? Das geht ja eigentlich nur über gewisse Fördermaßnahmen oder es geht darum, dass ein Unternehmen kleiner 10 Mitarbeiter ist und es über einen Wegebau zum Beispiel funktioniert. Es ist eher selten, dass jetzt jemand sagt, Mensch, heute mache ich mal einen Lkw-Führerschein, der ja auch je nach Bundesregion etwas schwankt, aber schon ziemlich teuer ist. Sie sagen auch ganz klar, Kosten der Führerscheinausbildung können wir nicht eingreifen, können wir im Prinzip nicht deckeln, da sonst einfach nicht mehr gewährleistet ist. Einmal die freie Marktwirtschaft, weil Fahrschulen private Unternehmen sind und nicht staatlich und dass das ganze Thema auch sonst wahrscheinlich nicht mehr kostendeckend funktionieren würde. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einem Symposium in Dortmund, wo es 2 Tage darum ging, beziehungsweise der eine Tag verschärft um das Thema Berufskraftfahrer und es ging da auch lustigerweise um Hürden, die uns im Prinzip auferlangt werden oder aufgedrückt werden, wenn es alleine schon darum geht, Daten zu übermitteln. Der ein oder andere, vielleicht jetzt gerade aus dem Bereich Fahrschulen, der zuschaut, wird es wissen. Das ganze Thema wird jetzt auch dieses Jahr immer mehr gekippt, die ganzen Reglements. Es waren 2 Kollegen vom Bundeskraftfahreramt eingeladen. Ich spreche von dem Register, von dem Archiv, wo wir oder wo die Fahrschulen jeden Teilnehmer händisch übermitteln sollen, damit im Prinzip der Teilnehmer einer zum Beispiel BKF-Schulung nachweisen kann, dass er diese auch gemacht hat. Das Problem an der Geschichte ist nur, sollte man sich einmal vertippen, wenn man diesen händischen Prozess lostritt, wird der Teilnehmer in dem Register nicht gefunden. Das kann zum Beispiel auch Umkehrschluss bedeuten, dass wenn der Teilnehmer das nachweisen möchte und zum Amt geht und er auf einmal nicht mehr im Register gefunden wird. Zusätzlich ist es so, dass es einen erhöhten Personalaufwand bedarf, das ganze Thema nachzuhalten, weil wir haben gewisse Fahrschulen, die haben 100 Teilnehmer pro Woche. Das heißt, allein auch für diese ganzen BKF-Module, und ich gehe jetzt nur davon, müssten eigentlich langfristig auch die Kosten steigen, weil es nicht möglich ist, diese Daten vernünftig automatisiert, fehlerfrei zu übermitteln. Das war auch so ein Thema, wo ich mich gefragt habe, okay, natürlich sagt man hier an der einen Seite, wir möchten irgendwie helfen, aber in den kleinsten Details verliert man sich schon und macht es ziemlich bürokratisch, macht es den Fahrschulen, den einzelnen Fahrschulen, den Unternehmen ziemlich schwer. Das, was wir da am Ende draus lernen, ist natürlich wieder das eine,
wir können uns nur auf uns selber verlassen. Wir müssen schauen, wie kriegen wir das Ganze in den Griff. Wir haben da diverse Möglichkeiten, das Ganze in den Griff zu bekommen. Eine langfristige Methode, das empfehle ich Ihnen auch immer wieder. Gehen Sie jetzt nicht irgendwie daher. Nutzen Sie irgendeine Agentur, die Ihnen sagt, okay, in 14 Tagen haben Sie 12 Einstellungen oder in 30 Tagen haben Sie 21 Einstellungen. Würde ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen. Suchen Sie ruhig mal das Gespräch mit denen, hören Sie sich das an. Wenn das schon ein komisches Bauchgefühl erzeugt, dann hören Sie einmal auf Ihr Bauchgefühl. Ich rate Ihnen dazu, eine langfristige Geschichte in Angriff zu nehmen. Sprechen Sie uns einfach mal drauf an, was da so möglich ist. Wir schauen, wie wir Ihnen dabei helfen können, das ganze Thema Fahrermangel in Ihrem Unternehmen in den Griff zu bekommen. Wir sind darauf spezialisiert. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns einfach drauf an.